Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Buchstabensuppe. Heute mit dem zweiten Teil zur Folge Diskriminierung. Dieses Mal geht es um die verschiedenen Ebenen, auf denen Diskriminierung stattfinden kann. Aber auch um die Frage, was du tun kannst, wenn du Diskriminierung beobachtest oder erfährst. Auch dieses Mal gilt, wenn dieses Symbol auftaucht, dann gibt es zu dem Thema mehr in der Infobox oder in einer zukünftigen Folge. Welche Ebenen von Diskriminierung gibt es? Die meisten Menschen denken bei Diskriminierung nur an Beleidigungen oder an andere Dinge, die sich zwischen zwei oder wenigen Menschen, beispielsweise auf der Straße, abspielen. Dabei funktioniert Diskriminierung auf allen Ebenen der Gesellschaft. Es gibt dabei in der Sozialwissenschaft verschiedene Arten, Diskriminierung in Ebenen einzuteilen. Zunächst kann X zwischen direkten und indirekten Diskriminierungen unterscheiden. Direkte Diskriminierungen richten sich ausdrücklich an eine Gruppe. Indirekte Diskriminierungen passieren, wenn eine Regel zwar eigentlich neutral ausgedrückt ist, eine bestimmte Gruppe Menschen aber besonders stark einschränkt. Wenn es zum Beispiel ein Gesetz gibt, nach dem das Tragen von Kopftüchern an Schulen verboten ist, klingt das zwar erstmal neutral, besonders betroffen sind davon aber MuslimInnen. Eine direkte Diskriminierung wäre, wenn MuslimInnen das Tragen von Kopftüchern verboten wäre. Als strukturelle Diskriminierung werden Diskriminierungen bezeichnet, die nicht nur einzelne oder mehrere, also eine Gruppe von TäterInnen haben, sondern bei denen gesellschaftliche Strukturen für die Diskriminierung verantwortlich sind. So ist die Tatsache, dass viele Gebäude für RollstuhlfahrerInnen nicht zugänglich sind und es im Fernsehen kaum Sendungen gibt, die mit GebärdendolmetscherInnen übersetzt werden, eine gesellschaftliche Struktur, die Menschen mit Behinderung systematisch ausschließt. Es gibt aber keine einzelne Person oder eine Personengruppe, die allein dafür verantwortlich ist. In der Sozialwissenschaft unterscheidet X außerdem zwei weitere Ebenen. Die Mikroebene, das bedeutet die Interaktionen zwischen einzelnen Menschen, und die Makroebene, die sich mit der ganzen Gesellschaft beschäftigt. Auf beiden Ebenen kann Diskriminierung stattfinden, aber jeweils unterschiedlich. Diskriminierung auf der Makroebene, das heißt der Ebene der ganzen Gesellschaft, bedeutet, dass die marginalisierte, also die diskriminierte Gruppe, wirtschaftlich, politisch und rechtlich benachteiligt wird. Das bedeutet, dass beispielsweise Menschen, die von Rassismus betroffen sind, weniger verdienen als weiße Menschen oder dass Menschen mit Behinderung weniger Rechte haben als Menschen ohne Behinderung. Zwei weitere Beispiele für eine Diskriminierung auf der Makroebene sind Gewalt und kulturelle Repräsentation. Das bedeutet, dass Menschen, die einer marginalisierten Gruppe angehören, viel öfter Erfahrungen mit verbaler, psychischer und körperlicher Gewalt machen. Zwar findet diese Gewalt eigentlich in der Mikroebene, also nur zwischen einzelnen Personen, statt, aber gesellschaftliche Strukturen wie Homo- und Transfeindlichkeit und die Vorurteile gegen queeren Menschen begünstigen, dass es mehr Gewalttaten gegen queere Menschen gibt. Wer kulturelle Repräsentationen analysiert, beschäftigt sich damit, wer in den Medien wie dargestellt wird. Marginalisierte Gruppen werden oft entweder nicht oder kaum dargestellt oder sehr stereotyp, sodass die privilegierte Gruppe sie eher als Witz auffasst. So werden schwule Männer in den Medien oft als sehr weiblich dargestellt, mit einer Vorliebe für Pink, Handtaschen und einer komischen Art zu sprechen und sich zu bewegen, während Intersex-Menschen in den Medien kaum vorkommen. Ein weiteres Beispiel ist die Darstellung von dicken und fetten Frauen in den Medien. Sie gelten oft nur als Witzfiguren und werden nicht als komplexe Charaktere dargestellt, die eigene Interessen, Talente und Ideen haben. Diese Diskriminierungsform nennt sich Bodyismus oder Lookismus, also eine Abwertung aufgrund des Körpers bzw. des Aussehens. Auf der Mikroebene sieht es dagegen so aus. Für das diskriminierende Verhalten von einzelnen Personen sind oft Stereotype und Vorurteile verantwortlich. Stereotype sind bestimmte Eigenschaften, die Menschen einer bestimmten Gruppe zugeschrieben werden. Also zum Beispiel, alle alten Menschen haben graue Haare und Falten im Gesicht. Vorurteile sind dagegen negative Zuschreibungen an Menschen einer bestimmten Gruppe. Also beispielsweise, lesbische Frauen haben nur noch nicht den richtigen Mann gefunden. Vorurteile gegenüber einer bestimmten Gruppe von Menschen führen häufig zu diskriminierendem Verhalten gegenüber dieser Menschengruppe. Wenn Kai also glaubt, dass lesbische Frauen nur noch nicht den richtigen Mann gefunden haben, wird er auch eine lesbische Beziehung in seinem Freundeskreis nicht akzeptieren oder seine lesbische Freundin Amira trotzdem anbaggern und versuchen, sie herumzukriegen.
Was kann ich tun, wenn ich diskriminiert werde? In der Bundesrepublik Deutschland gibt es seit 2006 das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das dafür sorgen soll, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Wenn du aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität diskriminiert wirst, beispielsweise im Beruf oder im Alltag, kannst du dagegen klagen. Außerdem steht im Artikel 3 unseres Grundgesetzes, dass niemand aufgrund von Geschlecht, Abstammung, Hautfarbe, Sprache, Heimat und Herkunft, Glauben, Religion und politischer Überzeugung diskriminiert werden darf. Hier fehlt allerdings unter anderem die sexuelle Identität und diese Regelung gilt nur für den Staat, der nicht diskriminieren darf, nicht für VermieterInnen, Chefs oder andere Menschen. Das bedeutet, wenn es in einem öffentlichen Gebäude, wie zum Beispiel dem Rathaus, verboten ist, ein Kopftuch zu tragen, dann ist das ein Verstoß gegen die Religionsfreiheit. Und eine kopftuchtragende Person kann dann beim Bundesverfassungsgericht dagegen klagen. In Deutschland sind die Antidiskriminierungsstelle des Bundes sowie das Institut für Menschenrechte dafür zuständig, wissenschaftliche Untersuchungen über Diskriminierung durchzuführen. Außerdem gibt es viele Nichtregierungsorganisationen, die auf Diskriminierungen in Deutschland aufmerksam machen. Die Antidiskriminierungsstelle macht außerdem noch Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, sie macht zum Beispiel im Internet auf das Thema Diskriminierung aufmerksam und bietet kostenlose Beratung an. Du findest die Kontaktdaten in der Infobox. Gegen Diskriminierung gibt es die sogenannte Antidiskriminierungspolitik oder Gleichstellungspolitik. Das sind politische Maßnahmen, die Diskriminierungen verhindern oder beenden wollen. Dazu ist es manchmal nötig, eine bestimmte Gruppe von Menschen, beispielsweise Frauen, in den Vordergrund zu rücken und ihnen besondere politische Unterstützung zu geben. Von außen wirkt das manchmal so, als würde diese Gruppe plötzlich privilegiert werden. Gleichstellungsmaßnahmen werden aber nur so lange verfolgt, bis die Gruppe, um die es geht, keine Benachteiligung mehr erfährt und dann abgeschafft. Auch auf europäischer Ebene gibt es Gesetze gegen Diskriminierung. Allerdings verhindert momentan die Bundesrepublik Deutschland, dass es eine stärkere Antidiskriminierungspolitik in allen EU-Staaten gibt. Dabei würde sich für Deutschland kaum etwas ändern durch die neue Regelung. In anderen Staaten der EU wäre es dagegen dringend notwendig, dass es besseren Schutz vor Diskriminierung gibt. Wenn du Diskriminierung erfährst, ist es wichtig, dir Unterstützung zu suchen, auch wenn dir das Ganze vielleicht peinlich ist oder du Angst hast. Du kannst aber selbst entscheiden, welche Unterstützung du brauchst. Möchtest du einfach nur darüber sprechen? Dann kannst du mit FreundInnen, deiner Familie oder SozialarbeiterInnen darüber reden. Es gibt auch spezielle Beratungsstellen, an die du dich wenden kannst. Wir haben ein paar davon in die Infobox gesteckt. Außerdem kann es sein, dass du die diskriminierende Person oder Institution verklagen kannst. Dazu können dir außerdem AnwältInnen mehr sagen. Wichtig ist, dass du auf dich aufpasst. Und wenn du lieber deine Ruhe haben möchtest, um deine Erfahrung zu verarbeiten, ist das in Ordnung. Wenn jemand aus deinem Umfeld diskriminiert wird, ist es wichtig, diese Person zu unterstützen. Versuche, der Person zuzuhören und dann gemeinsam mit dieser Person herauszufinden, was gerade helfen würde. Möchte X zur Polizei gehen oder in eine Beratungsstelle? Oder möchte X lieber in Ruhe gelassen werden? Aber du musst auch auf dich achten und wenn dir etwas zu viel wird, lieber Abstand nehmen. In der Infobox ist auch der Link zu einer Broschüre, die ganz ausführlich darauf eingeht, was du tun kannst, wenn du diskriminiert wurdest oder jemanden unterstützen möchtest, der diskriminiert wurde. Um das alles kurz zusammenzufassen. Du kannst dich auch mit deinen FreundInnen mal über das Thema Diskriminierung austauschen. Überlegt euch, welche Merkmale es gibt, in denen Menschen sich unterscheiden können. Ein paar hast du ja jetzt schon kennengelernt. Und dann könnt ihr darüber diskutieren, welche Merkmale davon gesellschaftliche Vorteile und welche Nachteile bedeuten. Manchmal gibt es auch Merkmale, die gesellschaftlich keine Rolle spielen, zum Beispiel ob X gerne Tee mag oder nicht. Vielleicht hat jemand von euch auch schon mal eine Diskriminierung erlebt und möchte das erzählen. Das war's für dieses Jahr mit unserem Podcast. Wir, das Buchstabensuppe-Team, wünschen euch alle schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns wieder in 2016 mit spannenden neuen Videos und einer ganz neu für euch aufpolierten Webseite. Bis dann!